Hallo und willkommen zurück zu Shaden. Diesmal im regnerischen Stadtviertel mit Brücken. Wer läuft da? Oh, ich habe es gar nicht gesehen. Ich müsste jetzt eigentlich... Oh, kann ich mich eigentlich langhangeln? Nee, das geht nicht. Da ist eine Wache. Wie komme ich an der vorbei? Indem ich mit dieses Fass schnappe, das wegziehe. Das kann ich mich nirgendwo mal festhalten. Ja, das war alles so geplant. Ich wollte halt nur mal die Reaktion der Wache testen. Von hinten kannst du die Wachen einfach mega meucheln, aber von vorne sind sie unsterblich. Wenn man halt vergisst, sich zu ducken. Ich hab was gehört, wer denn? Kann ich in dem Modus, wo ich hier einfach nur sagen, wo sie hinläuft? Dann ist halt so, ich weiß es nicht, welcher Modus einfacher wäre. Wenn sie halt automatisch läuft, nimmt sie immer die erstbeste Gelegenheit, wenn irgendwo eine Wache abgelenkt ist, um zum nächsten Heuhaufen zu kommen. Das ist wahrscheinlich sehr effektiv, wenn man halt die Wachen nicht abmurkst und einfach nur ablenkt und durch das Level durch will. Wer hat mich denn jetzt hier gerade gesehen? Aber wenn sie hinterherläuft, ist es dann... Ach, da ist noch eine Wache. Wo kommt die denn her? Aber wenn sie halt automatisch hinterherläuft, ist es halt eher problematisch, wenn du die Wache aus dem Weg räumen willst. Obwohl, da ist es halt wieder einfacher, wenn sie stehen bleibt. Du kannst halt einfach jede Wache erstmal aus dem Weg räumen. Und dann immer noch sie bis zum Ende des Levels rufen. Beziehungsweise bis zur nächsten Tür. Okay, nee, das Fass kriege ich nicht hier. Doch. Das hängt mir ja noch am Faden. Is it the dark spirit? I heard a noise. Huh? Help! 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 Oh, was ist jetzt? A murder! Wo waren die denn jetzt hin? Wache wurde animiert. Ah. Okay, das sind halt die Glocken. Okay. Muss halt aufpassen, dass ich wirklich jeden einzeln erwische. Obwohl, den Aim könnte ich ja rein, würde ich sogar. Und jetzt sind ja zwei Wachen. Stimmt, der kann ich doch nicht. Das sind zwei Wachen. Ich dachte, die eine geht weg, aber das ist eine andere, die weggeht. Das heißt, kann ich das Fass hier runterschmeißen? Das ablenken, die ablenken. Und den hier fahrlos meucheln. Und sofort ins Gebüsch ziehen.
Ups. Und wieder nach oben. Gut, das hat ja gut geklappt. Nur die Frage, kann ich hier die zwei irgendwie gleichzeitig ausschalten? Da sind noch zwei Wachen. Dort sind zwei Wachen. So. Wenn ich jetzt hier runterspringe, kann ich den meucheln, ohne dass der andere es mitkriegt. Nee, sie sind nicht ganz so blöd, wie sie aussehen. Na? Trifft das ihn? Ja. Perfekter Double Kill. So, den weg hier. Den zweiten. Oh, da ist ja noch einer. Und der hat seinen Gesandten nicht bekommen. Der ist ja jetzt sehr easy. Das war nicht mal eine richtige Animation wert. Muss ich eigentlich denken? Muss ich hier oben lang? Muss ich hier unten lang? So. Okay, hier ist einfach nur ein Loch. Frage ist das hoch. Aber hier ist anscheinend keine... Ich hätte es vermutet, dass hier unten eine Höhle ist. Wo dann wieder so eine Kiste drin ist. Aber anscheinend nicht. Uah! So, gibt es hier noch irgendwas Schönes zu erkunden? Da oben sind noch zwei Wachen, das weiß ich. Aber hier sieht es jetzt sehr unproblematisch aus. Gleichen wir mal wieder. Hier irgendwo hoch? Da. Achso, der hat mich gesehen. Oh. Das Dach komme ich nicht. Der andere geht nicht mit. Das ist sein Fehler. Weil der ist jetzt nicht mehr Wache. Und der auch nicht mehr. Ach, dass ich mal runterfallen und die Wache nicht mitnehme. Ich loslasse. Meine Güte. Und Treppe runter. Rein mit dir. Auch mit dir. Jetzt kann man sie hier hochrufen.
Na gut, die sind eine Weile beschäftigt. Ah ne, ich brauch's jetzt gleich hier am Tor. Komm Mädel, lauf hin. Ja, ich weiß, dämlich. Ich dachte, ich kann mich festhaken. Da kann ich mich wahrscheinlich sogar festhaken, ja. Da! Ich wusste, das habe ich jetzt. Ah, ein Bauplan. Ich kann eine Tretmine herstellen. Mir hat noch ein Herzchen. Was habe ich denn noch so drei? Lockattrappe. Ich brauche schon eine Lockattrappe, wenn man eine Tretmine hat, ne? Hergestellt, Tretmine. Wird auf dem Boden platziert und explodiert, sobald jemand drauf tritt. Ja, der Standardeffekt einer Tretmine halt. Tür auf. Schön. Zahnrad. Habe ich schon eins. Da ab und zum Steck. Tonight, the crops failed because it was a bad year. It rained too much and there was too little sun, and the insects ate what little there was left. But the king himself said it was the dark spirits that done it. Dark spirits, my bum. No mention of them at all while everything was rotting in the fields. I wonder what they really needed to burn in the woods. Dark spirits. Sehr schön, die gehen auseinander. Zieht er mich oben? What is this devilry? Okay. Und Nummer 2. Ohne weitere Probleme. Sie auch auf dem Lagerplatz. Guck, guck. Da steht wieder einer. Der ist bestimmt nicht alleine dort. Mädel, komm mal her hier. Schicke ich die eigentlich hier rein? Ich lasse jetzt mal hier reinschicken. Sehr weit in Sichtfeld fürs Abmeucheln, vielleicht nicht so günstig. Ach, das ist ein Wisch. Dankeschön. Night watch duty again. Dark and wet and. Yeah, I don't mind it. And the nightmares come when I sleep at night, but there's none of my sleep in the day. The Apple. So, was machen wir denn mit den zwei Hübschen hier? I'm done with war. This is a nice change. Don't get too comfy. Likely this isn't over yet. You mean Lords Joyce and Maddox? Even they ever since not to start anything stupid now. But the kingdom can't handle for another war. Is it the dark spirits? Ja, das sind die bösen Geister. Gehst du mal da runter? Warum gehst du jetzt nach oben? Upsala. Nothing.
thing here. So ein Trottel aber auch. Hallo, seid ihr taub? I heard a sound. I heard a sound. I heard nothing. Warum bewegt sich dieses Fass auf einmal? Seltsam. Ein mysteriöses Fass. I think I heard something. I heard a noise. I heard a noise. I heard something. So, schnell das Ding runterschnupsen. Meine Güte, Steuerung. Ein bisschen mehr Zeit. Think I heard something. Think I heard a noise. So, mal gucken, ob das klappt. Nein, das ist zu langsam. I heard a noise. Who are you? Come out into the light. Komm ich wieder hoch? Geh schneller. Help! Help! Raise the alarm! Okay. Gut, das klappt also nicht so gut. Oh. So ein Scharfschütze. Vielleicht läuft der einer zurück. Perfekte Position. So, perfekt. Ah, der war ja richtig schön. Muss ich nur noch zur Seite schaffen. Huch, da ist ja noch einer. Scheiße, ich dachte, der rutscht da so schön runter. Nächtlichen. Da sind noch zwei. Did you see that? Where? Didn't see a thing. Gar nichts gesehen. You alright? Are you alright? Ja, dem geht's gut. Mal sehen, was da drin war. Warum will ich ihn da runterbringen, wenn hier oben auch ein Haufen ist? So, den da rein. Den zweiten gleich hier hinterher. So, kommt der jetzt hier hoch? Ne, kommt doch nicht. Aber wenn wir schon immer hier sind, können wir uns diesens auch gleich erledigen. Entledigen. Oder beides, erledigen und entledigen. Ab in den Haufen.
hier unten, der stört mich noch. So, hat er das auch geklärt. Rein mit dir. Ins Gebüsch. Ja, ich weiß, dass die leer ist. So, jetzt lass mich hier raus. Hier geht's auch noch lang. Hätte ich so viele Mittel und Wege. Da ist schon mal eine Wache. Aber gleich nicht mehr, ist er alleine, der allein steht. Zack, rein da. Was ist denn das hier eigentlich? Lastenzug, okay. Und die zwei hier oben. The dark spirit. Die bösen Geister. There was a noise. Oh, ich habe vergessen zu schleichen. Upsi-tü-tü. Daran und hoch. Und dann daran und auch hoch. Und meine Zeit laufen lassen. Da sind auch nochmal zwei Wachen. Oh, der verpisst sich. Das heißt, schlechter Tag. Für ihn hier. Und mindestens genauso schlechter Tag für mich. So, das Seil ist zu kurz. Das war eindeutig der Kill schon. So, jetzt. Und auch ihn noch verstecken. Ne, das ist nur ein Heilbein. Hier ist ein Gebüsch. Gebüsch. Und hier ist Heu. Zack, rein damit. So, nur noch zwei Wachen übrig. Wenn ich dahinter noch was kommt. Oh, ich stehe direkt von der Kiste. They profited well from the war. I guess they're getting ready to feast on fresh corpses. Wie kriege ich den Uniform weg? Did you hear that sound? Hier ist das Levelende. So, wir gehen jetzt mal umschauen. Ich hoffe einfach mal. Wir sind weit genug voneinander entfernt. I heard a noise. Ah, der Mensch hat sich umgedreht. Du kannst sie nicht schieben. Egal. So, wo sind noch ein paar Verstecke? Kann ich mal verstecken. Ich muss die auch noch hier runter zerren. Das liebe ich auch. Der ist
weg. In die Truhe gucken. Eine Anleitung. Giftpfeilwerfer. Nur mal einen Blick auf die Anleitung herausfinden, welche Teile du suchst. Vor allen Dingen öffne dann dein Inventar. Du musst es auch eigentlich schon öffnen, um herauszufinden, was drauf ist. Schauen wir uns mal das Ding an. Giftpfeilwerfer. Nägel habe ich schon. Und eine Flasche habe ich nicht. Metall habe ich. Holz habe ich. Nicht. Und den Speer habe ich nicht. Und dieses... was ist denn das? Dartpfeil. Oh, für den Lockertop brauche ich eine Ratte. Die ich auch noch nicht habe. So, dann müssen wir eigentlich alles haben, um Lilly rufen zu können. Ich gehe den Weg nochmal ab. Ist hier irgendwo noch eine böse Überraschung, die plötzlich lauert. Hier muss eine Tretmine. So, Kleine, komm. Wir haben zu tun. Huch. Hochziehen einfach, um ein bisschen abzukürzen. Ja, kann ich. Also warten, bis sie fertig gelatscht ist. Und dann haben wir auch dieses Level mit Bravour gemeistert. Wo wir vielleicht ein, zwei Mal gestorben, aber kann ja nicht alles haben. Ein, dreimal. Wie man einfach, man müsste eigentlich nur die Finger von der Tastatur lassen und man stirbt nicht, weil dann hat man immer noch Zeit. Weil dann die Zeit ja stehen bleibt, um It's so lovely to talk to someone nice. I haven't met anyone nice in ages. Thank you, Mom. You're welcome, Lily. What's your name? It's not important. You seem awfully tired. It's been a trying time for me. Woher weiß ich denn jetzt, dass die Lily hier ist? Ich habe mir doch ihren Namen nie gesagt, oder? Na gut, aber damit beschäftigen wir uns jetzt nicht weiter. Sondern wir wollen eher wissen, was hinter dieser nächsten Ecke ist. Man kann ja auch super schön Cliffhanger machen. Und was hinter dieser nächsten Ecke ist, das sehen wir beim nächsten Mal.